Schön, dass du da bist, lieber Steinbock. Ich freue mich sehr. Dein Seelenruf. Was ist dein Seelenthema? Einmal eine ganz andere Fragestellung, die ich sehr interessant finde. Und das mag ich mir gern anschauen. Die Zeitspanne, lieber Steinbock, ist bis Ende August 2023. Ich lege jetzt das große Kartenblatt aus für dich, lieber Steinbock, im kollektiven Feld. Da freust du schon, lieber Steinbock. Also, und du kannst gerne noch vorspulen. Ich nehme die Zeit, die es einfach braucht, bis ich, solltest du bei diesem kollektiven Orakel dabei sein, einfach die Energien zeigen, die Botschaften zeigen, die zu dir wollen. Und du kannst gerne vorspulen. Ich sprich während dem Auslegen nichts, also du versammst nichts. Ich beginne zu deuten, wenn alle 36 Karten ausgelegt sind, lieber Steinbock. So sei es. Steinbock, im kollektiven Feld bis Ende 2023. Was mag da deine Seelenkraft sagen? Was mag aus dem Unbewussten zu dir dringen? Was ist dein Seelenruf, dein Seelenthema, das einfach angeschaut werden möchte? Und wenn ja, in welcher Form? Lieber Steinbock, Steinbock, Steinbock. So, lieber Steinbock, alle 36 Karten liegen. Dein Seelenthema. Beachte, es ist eine kollektive Legung und kann daher nicht auf jeden zutreffen. Daher schau der Aszendentzeichen, Sonnenzeichen, Mondzeichen und Venuszeichen. Und bedenke, es kann einfach keine persönliche Kartenlegung ersetzen. So ist er nicht, kann es er nicht. Hol da einfach die Impulse raus und ich. Sprich aus der Sicht einer Frau, wenn du der Mann bist, da ist das entsprechend um, lieber Steinbock. Gut. Es geht um deine Kraft. Und zwar, hör zu, lieber Steinbock, das ist jetzt sehr, sehr interessant. Es geht um einen Mann. Also, wenn du da resonierst, gibt es jemanden gefühlsmäßig, ja? Wir sprechen vom Seelenruf, vom Seelenthema, ja? Es kann sein, dass du jetzt
gar nicht mehr und jetzt präsent ist und da ist, aber im Gefühl, ja, im Unbewussten, in deinem Gefühlsleben, wenn du ganz, ganz ehrlich zu dir selber bist, ist da jemand. Krebs, für den du Empfindungen hast, Gefühle hast. Das ist definitiv ein Ex-Partner. Das hast du im Unbewussten noch nicht verarbeitet. Dieserjenige würde dich sehr gerne kontaktieren und was bereinigen. Oh ja, es geht um eine Verbindung. Da war was nicht ausgesprochen und das hat dann mit diesem Verlust zu tun gehabt bei euch. Also die Trennung, so, dass es rausbringt, ja. Und es ist jetzt so, lieber Steinbock, die Karten zeigen an, tja, dass du, was du dann eigentlich gar nicht weißt, was du machen sollst, weil du weißt, du musst eine Entscheidung treffen, klar, aber du hast keine Ahnung, wie du steckst, du steckst dann fest, ja. Die Message der Karten, lieber Steinbock, ist, lass dir Zeit. Lass dir Zeit. Lass dir Zeit bei dieser Entscheidung. Ich schaue in der Fortsetzung, ja, schaue immer das mit diesem Herrn, ja, der da. Also weißt du, wo es da wieder Kontakt geben wird, den schaue ich mir näher an. Ja. Was will er eigentlich ganz genau? Wie steht er zu dir? Auf was sollst du achten? Ja, Fortsetzungslink findest du in der Infobox, lieber Steinbock, ja? Wie immer. Danke übrigens für das Like, für das Abonnieren von meinem YouTube-Kanal. Das gefällt mir sehr und du kannst den Kanal auch teilen. Auf diese Art und Weise sorgst du dafür, dass einfach diese spirituellen Impulse viel mehr Menschen erreichen und das war halt fein. Deswegen mache ich das da, ja. Und stelle es zur Verfügung, damit es inspiriert, ja. Steinbock. Lass dir Zeit. Lass dir Zeit bei dieser Entscheidung, sagt deine Seele. Und achte auf, dass du in deiner Kraft bleibst. Dass du spürst, was du fühlst und was die Gefühle des anderen sind. Ja, also der Seele sagt, aus dem Grund Zeit lassen, weil du, das ist dann so ein Zustand der Verwirrung, weißt du? Also wie wenn du dich verzaubert fühlst und deswegen Zeit lassen, damit was passiert mit dir, damit du deine Kräfte zusammenhalten kannst. Steinbock, ja, das ist so voll die Verwirrung. Und wenn du dir Zeit lässt, ja, bei dieser Wahl, was machst du jetzt betreffend diesem Mann, wenn er auf dich zukommt, ja, wenn es da oder über den Weg läuft, ja, schauen wir das alles näher an in der Fortsetzung jetzt gleich, dann kannst du dich besser sammeln, abgrenzen, in deiner Herrscherinnen-Energie bleiben oder da wieder reinkommen, wenn du dich da mal rausfetzt, ja. So schaut es nämlich aus, wenn du so überrascht bist. Und dass du einfach deine Kraft als Herrscherin besser sammeln kannst. Das fällt dir dann leichter, weißt du, wenn du
dir Zeit lässt. Ja? Steinbock. Gut, ich gehe in die Fortsetzung. Ich darf mich freuen, wenn wir uns da sehen. Ich wünsche dir nur das Allerbeste. Pass gut auf dich auf, lieber Steinbock, und bis bald. Viel, viel Segen für dich, Stella.